Verehrtes Publikum, darf ich mich vorstellen? Ich bin Albrecht von Ballenstedt, auch Albrecht der Berger genannt. Ich wohnte vor mehr als 800 Jahren hier in Ballenstedt und gehörte dem Geschlecht der Askanier an. Ich bin Gründer des Fürstentums Anhalt. Nun, 800 Jahre später feiert das Land seine Geschichte und ich feiere gerne mit. Mal schauen, was sich so getan hat. Von Ballenstedt fahre ich mit so einer Eisenbahn über Aschersleben und Bernburg in die Kreisstadt von Anhalt-Bitterfeld, Köthen. Naja, etwas grau dieser Bahnhof, liegt wohl am Wetter. Sauber, aber wenig einladend dieser Tunnel, schnell raus hier. Hier schaut es schon viel besser aus. Strahlend blauer Himmel und ein sauberer Platz. So begrüßt mich diese Stadt. Und da kommt auch ein Wagen. Zum Schloss bitte. Also, das Schloss haben die Köthner gut erhalten. Nur wo ist die Fürstenfamilie? Wohnt hier keiner? Ein Spiegelsaal haben sie auch? Herrlich. Bestimmt finden hier auch prächtige Feste statt. Bachfesttage. Ein Fest für einen Bach? Dem werde ich nachgehen. Was denn das? Naumann Museum? Wozu das denn? Alles verschlossen. Aha, heute ist Montag. Mensch, Leopold, endlich, da bist du ja. Was stehst du wie angegossen herum? Wie geht es Anhalt? 800 Jahre sind ein stattliches Alter. Gibt's für dich nichts zu tun? Auf, zur weiteren Stadterkundung. Schick, das neue Rathaus. Erbaut um 1900. Die St. Jakobskirche. Ein wahrlich imposantes Bauwerk. Die Köthner scheinen einen guten Draht nach ganz oben zu pflegen. Und hier ist ja wieder dieser Friedrich Naumann. Was? Vogelkunde? Hat er sich doch wirklich mit Vögeln beschäftigt? Das ist ja interessant. Die Europäische Bibliothek für Homöopathie. Aha, an Europa habe ich zur Gründung von Anhalt noch gar nicht denken mögen. Doch was ist Homöopathie? Moment mal, da drüben flackert etwas. Das ist die Geschichte von einem Mann mit dem Namen Hahnemann. Hahnemann lebte als angesehener und vielbeschäftigter Arzt. Er verkaufte Medizin aus Heilkräutern und schrieb viele gute Bücher über die Naturheilkunde. Doch wie kam es dazu? Hahnemann führte ein sehr untriebiges Leben. Ständig auf der Suche nach einer neuen Herausforderung wechselte er seine Orte wie kaum einer zur damaligen Zeit. Geboren in der Porzellanstadt Meißen, ging er nach Leipzig und studierte dort Medizin. Mit dem Ziel, den Menschen zu helfen und Krankheiten zu heilen. Seine erste Assistenzortstelle fand er in Österreich, genauer in Wien. Von dort ging es weiter nach Hermannstadt, das in Rumänien liegt. Seinen Doktortitel erhielt er in Erlangen. Danach ging es über Hettstedt, Dessau, Gommern und Dresden nach Leipzig, wo er Studenten in der Naturheilkunde unterrichtete. Eine Irrenanstalt für wohlhabende Menschen errichtete er in Gotha, die aber mangels Patienten bald wieder schließen musste. So gelangte er nach Köthen, der sympathischen Stadt, mit dem Weltruf vor allem in homöopathischen Kreisen. Denn dort arbeitete er als Leibarzt des Herzogs und begründete die Homöopathie, bei der Krankheiten in einem besonderen Verfahren behandelt werden. 14 Jahre lebte und liebte er in dieser Stadt. Dank seines Wissens um die Naturheilkunde war Hahnemann selbst bis ins hohe Alter geistig und körperlich sehr fit.
Und so traf er seine zweite große Liebe und ging mit ihr nach Paris. Glücklich und zufrieden liebten sich beide noch eine kleine Weile, bevor Samuel Hahnemann 1843 verstarb. Samuel Hahnemann, ein Name, der Köthen und damit Anhalt in die Welt getragen hat. Ich bin beeindruckt. Am Brunnen vor dem Tore, da will ich es mir bequem machen und dieser herrlichen Musik lauschen, welche hier überall ertönt. Wieder so ein Denkmal. Der Sebastian Bach war also ein Komponist und der Musik zu urteilen ein recht guter. Auch er lebte zeitweilig hier in Köthen und damit in Anhalt. Schön, dass Menschen mit besonderen Leistungen ihr Leben hier verbrachten und deren Geschichte so lebendig erhalten bleibt. Anhalt ist für die Zukunft gut aufgestellt.